Spielturm zu Hause, weil wir brauchen nicht erst noch kilometerweit fahren oder Eintritt bezahlen. Wir können das Abenteuer einfach sofort starten, Tür auf, raus geht's. Wir machen lieber die Action zu Hause. Ich bin Helena, ich lebe hier mit meinem Mann Julian und meinem Sohn Hubert. Wir leben hier im wunderschönen Mastholte, Fluch und Segen zugleich. Bei uns ist es halt so, dadurch, dass wir ländlich leben, haben wir jetzt nicht so die Möglichkeit, einfach eben aufs Fahrrad oder zu Fuß zum nächsten Spielplatz und auch noch ein bisschen Eintritt mit bezahlen, wenn wir halt auch ein bisschen von allem was haben wollen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns einen schönen Spielturm hier hinzusetzen. Geh hoch! Ich habe aber Sport- und Fitnesskauffrau gelernt. Mein Mann ist Zimmermann und der Hubert wäre das, glaube ich, auch gerne. Er ist immer mit seinem Hammer unterwegs, er hat die Kettensäge mit dabei. Sein Werkzeug wird mit auf den Spielturm genommen. Wir können hämmern, wir können sägen, es wird geschraubt. Es ist ganz witzig. Super! Ich habe bewusst, weil ich Zimmermann bin, auf Qualität geachtet, dass die Holzquerschnitte groß genug sind, dass das behandelt ist, also geschützt gegen Witterung ist. Und natürlich auch Nachhaltigkeit. Es soll mehrere Jahre halten. Ich möchte nicht nach 2 Jahren wieder einen neuen Spielturm kaufen müssen. Hubert ist 2, wird ja auch älter. Er muss vieles entdecken und es ist alles mit dabei. Ob Rutschen, Schaukeln, Klettern, sehr vielseitig. Je mehr er entdecken kann, er kann alles erforschen, er kann seine eigenen Abenteuer erleben, ob er Pirat ist, ob er Zimmermann ist, es ist alles möglich. Hi. Lange nicht gesehen. Was spielen da? Hallo. Familie kommt immer gerne vorbei, Freunde, Bekannte. Wir grillen gerne bei uns zu Hause. Die anderen Kinder kommen auch, Cousinen, Cousins. Können hier alle den Turm erleben, erforschen, haben riesen Spaß dabei. Wir können in Ruhe mal was essen, wir können in Ruhe was trinken, können uns einfach austauschen und die Kinder sind beschäftigt, sind am Lachen, sind am Spielen. Das ist ja immer für uns das Schönste.